Ja, dann gehen wir mal ins Dessous-Geschäft. Ich rate jetzt einfach mal, irgendwo hin müssen wir ja. Hey Kubina, machen Sie auf. Ich muss mit Ihnen reden. Ja, habe ich recht gehabt. Ach, wer kommt denn da? Was wollen Sie? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Worüber? Ja, über was wohl? Zuerst möchte ich klarstellen, dass ich Ihnen nicht die Mädchen ausspannen will. Ich will nur den Mörder finden, mehr nicht. Und das soll ich Ihnen glauben? Ja. Dann täuschen Sie sich. Niemand tut was, ohne was zu wollen. Mischen Sie sich nicht in meine Angelegenheiten. Gut. Ich will tatsächlich was von Ihnen, aber nicht Ihre Mädchen. Ich höre. Ja. Treffen wir ein Abkommen. Ich tue was für Sie, damit Sie sehen, dass ich auf Ihrer Seite bin. Und Sie sagen Ihrem Gorilla, dass er mich in Ruhe lassen soll. Ja. Sie könnten mir in der Tat nützlich sein, MacPherson. Na dann. Lassen Sie mich raten. Passt doch. Der Bruder des Gorillas. Er sitzt hinter Gittern, stimmt's? Ja. Roman leistet mir nützliche Dienste und vor allem beschützt er die Mädchen. Ohne ihn. Naja, wenn Sie ihn da rausholen, sag ich meinem Gorilla, er soll Sie in Ruhe lassen. Dann passt's Wieso wurde eigentlich. er verhaftet? Ja, ein kleiner Zwischenfall mit der Polizei. Er soll einen von ihnen niedergeschlagen haben. Sind wir uns also einig? Immer mit der Ruhe. Warum soll Peter Sie in Ruhe lassen? Ich muss mit dem Mädchen sprechen, das er beschützt. Ah, Vladana? Die gibt's also wirklich. Ja, die gibt's. Holen Sie Roman raus. Dann können Sie mit ihr reden. Um ehrlich zu Roman sein, glaubte ich rausholen. nicht, sie so leicht überzeugen zu können. MacPherson, wir profitieren beide davon, wenn es Ihnen gelingt, den Täter aus dem Verkehr zu ziehen. Und das Geschäft wieder floriert. Machen Sie sich an die Arbeit. Okay, eine Hand wäscht die andere. So läuft's. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Und wo geht's zum Polizeirevier? Ah, da haben wir ein neues Ziel auf der Karte. Das ist gut. Und jetzt will ich auch direkt mal speichern gleich. Spiel speichern. Wieso kann ich... Ah, okay, jetzt hat es gespeichert. Gut. Na dann, können wir da rein? Ein verschlossenes Tor mit einem Wagen dahinter. Da gehe ich bestimmt nicht durch. Jo, man weiß ja nie, was uns da erwarten könnte. Oh, da ist auch noch was zum Anschauen, bevor wir da ins Polizeirevier Ich habe reingehen. nie kapiert, was das war. Naja, wirst du wohl wahrscheinlich auch nicht. So. Hier haben wir ein paar Bücher zum Anschauen. Einer meiner Favoriten, der Gefangene von Zender. Von Zender. Und hier eine Pinnwand. Nimm mal doch mal irgendwas mit hier, was es gibt. So. Reden wir erstmal mit dem Polizisten. Schön, Sie wiederzusehen, mein Mein Freund. Freund. Ah, Herr MacPherson. Was führt Sie her an diesem schönen Abend? Tja, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Das dachte ich mir schon. Was kann ich für Sie tun? Ich wüsste gerne mehr über dieses blaue Auge. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Nun kommen Sie schon, Kaz. Was ist denn passiert? Warum wollen Sie das wissen? Jetzt spuck's aus. Ist der Mann, den Sie gestern verhaftet haben, der Ottokars Mädchen beschützt? Ja, das ist er. Das dachte ich mir. Es wäre mir lieber, er wäre frei, denn er könnte mir wertvolle Informationen liefern. Können Sie mir dabei helfen? Das könnte ich. Aber ich würde Sie dann auch gern um einen Gefallen bitten. Das ist mir eine Na Ehre. dann, immer gern. Was kann ich für Sie tun? Tja, es ist mir ein bisschen peinlich. Sie können mir vertrauen. Es geht um das blaue Auge, nicht wahr? Ja, an dem Abend, an dem mich Roman verhaftete, merkte ich, dass mir etwas fehlte. Mein Orden. Wo könnte der sich denn Haben befinden? Sie einen Orden? Ja, einen Tapferkeitsorden. Ich habe vor ein paar Wochen mehrere Kinder aus dem Feuer gerettet. Donnerwetter! Herzlichen Glückwunsch! Danke, danke. Als ich merkte, dass mein Orden weg war, ging ich zurück zu Apollina. Zurück?
Hatten Sie sie denn schon zuvor aufgesucht? Das heißt... Sparen Sie sich die Mühe, ich verstehe schon. Sie war es, die ihn mir geklaut hat. Keine Ahnung warum, vielleicht braucht sie Geld. Auf jeden Fall muss ich den Orden wiederbekommen. Meine Frau beginnt Verdacht zu schöpfen. Der Orden ist mein ganzer Stolz und wenn ich sage, ich hätte ihn auf der Wache vergessen, klingt das nicht sehr glaubhaft. Bitte beschaffen Sie ihn mir zurück. Ich liebe meine Frau und meine Kinder. Ich möchte sie nicht wegen so einer Dummheit verlieren. Beruhigen Sie sich, mein Freund. Ich verschaffe Ihnen den Orden wieder. Sorgen Sie nur dafür, dass Roman freikommt. Vielen Dank, mein Freund. Bis dann. Jetzt geht's los. Jetzt wird's geil. Wo könnte sich denn jetzt dieser Orden befinden? Unser nächstes Problem. Aber ich habe da gerade was eingesammelt. Wo ist denn das? Zeitungsartikel des Gerichtsmediziners über das Opfer im Park. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Heldenhafter Polizeibeamter rettet Waisenkinder aus Flammenmeer. Polizeibeamter Kasimir Stasek erhält Polizeiorden für besondere Verdienste. Ludek Beranek. Prager Tageszeitung, 29. Oktober 1928, Prag. Die außergewöhnliche Tapferkeit und Geistesgegenwärtigkeit eines örtlichen Polizisten retteten das Leben zweier Waisenkinder, die einem brennenden Gebäude festsaßen. Brennenden Gebäude festsaßen. Am frühen Morgen des 29. Oktober wurde Kasimir Stasek, Patrouille von Hilfeschreien unterbrochen, die aus dem St. Drogo Waisenhaus kamen. Als Stasek dort ankam, sah das in Flammen stehende Gebäude vor dem entsetzte Waisenkinder und Priester standen. Okay, gut. Die Feuerwehr war noch nicht am Brandort eingetroffen, als Stasek erfuhr, dass zwei Kinder, Slavomir Faktor und Milan Krolyak, beide 7 Jahre alt, vermisst wurden. Ich habe 2 Söhne. Jeder Vater hätte das gleiche getan, sagt Stasek, der die beiden Jungen gekauert in ihrem Schlafraum fand, dessen Tür von Flammen versperrt war. Er wickelte die Kinder in dicke Decken und trug sie in Sicherheit, wobei er sich Verbrennungen an den Händen und am Gesicht zuzog. Die Jungen erlitten leichte Verbrennungen. Alle 3 wurden wegen einer Rauchvergiftung behandelt. Gut. Ja, wo muss ich jetzt hin? Kann ich noch mal mit ihm reden? Haben Sie meinen Orden? Geduld, mein Freund, Geduld. Ich werde ihn bekommen, keine Angst. Genau, Geduld. Geduld ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das braucht man im Leben. Also, das kann ich nur jedem ans Herz legen. So, wir müssen jetzt zu Apollina. Wo waren das? Genau, im Park. Und die sollen uns jetzt unseren Ring wiedergeben. Ring, was laber ich? Orden meine ich natürlich, sorry. Sie schon wieder? Ich hab keine Zeit für sowas. Dauert nur 1 Minute. Mann, sind Sie lästig. Ich habe Ihnen was Wichtiges zu sagen. Es geht um Roman. Interessiert Sie das nicht? Und was ist mit dem? Zuerst müssen Sie mir den Orden geben, den Sie Stasek entwendet haben. Und warum wäre ich so blöd, Ihnen den zu geben? Jetzt komm, mach kein Terz hier. Sie geben also zu, dass Sie den Orden gestohlen haben. Ja, der Hund wollte nicht zahlen. Deswegen habe ich ihm den Orden geklaut. Der meint wohl, weil er Bulle ist, kann er sich umsonst vergnügen. Da ist er bei mir aber an der falschen Adresse. Was ist denn genau passiert? Als er kapierte, dass ich den Orden habe, kam er zurück. Er packte mich am Kragen und drohte mir, mich zu verhaften. Roman kam gerade vorbei und griff ein. Ja, er sagte mir, ich solle Paket heimgehen, natürlich. Was ich auch tat. Na, dann erzähle ich Ihnen mal den Rest der Geschichte. Roman wurde verhaftet, weil er Stasek ins Gesicht schlug. Und jetzt sitzt er im Knast. Und was wollen Sie nun von mir? Oh, den Orden. Den Orden. Stasek lässt Roman frei, wenn er seinen Orden zurückbekommt. Verstehen Sie? Ja, ich bin schließlich nicht blöd. Dann gib Hören jetzt Sie, den davon Orden profitieren her. Alle. Meine Fresse. Roman kommt Mach frei, Stasek her. Kriegt seinen Orden wieder und Sie... Und ich habe mich umsonst vögeln lassen. Okay. Ich zahle Ihnen, was er Ihnen schuldet. Einverstanden? Es geht mir nicht ums Geld. Hier, nehmen Sie das verdammte Ding und verziehen Sie sich.
So. Jetzt gehen wir wieder zum Polizeirevier und geben dem netten Polizisten den Orden wieder zurück. Weil das macht ja ein ehrlicher Staatsbürger heutzutage. So. Hier, mein Freund. Wie versprochen. Oh, danke. Jetzt sind Sie dran. Genau. Ich bin sofort wieder da. Wenn ich dir deinen neuen Freund vorstellen darf, Herr McPherson. Und wer sind Sie? Ich will's mal so sagen. Ich kenne Ihren Chef. Er erwartet Sie in seinem Laden. Ich treffe Sie dort später. Ja, danke, dass Sie mich hier rausgeholt haben. Oh, ein Paket, ey. Keine Ursache. Damit wäre unser Handel beendet. Vielen Dank, Kase. Gern geschehen. Gut, können wir jetzt zum Schrottplatz? Wäre doch ganz toll, wenn das jetzt gehen würde. Das wäre sehr freundlich von dem Spiel. Ey, wenn es jetzt nicht geht, dann nervt es irgendwie. Aber dürfte er jetzt eigentlich klar gehen? Ich glaube, ich verziehe mich lieber. Ach, da ist er immer noch. Okay, das wusste ich nicht. Das ist ein bisschen komisch jetzt, aber gut. So, jetzt müssen wir nochmal zum Dessous-Geschäft. Sag deinem Bruder McPherson, könne ruhig mit dir reden. Dann passt's. Geht klar, Chef. Da kommt er. Also, McPherson. Sieht so aus, als hätten Sie Ihren Teil unserer Vereinbarung erfüllt. Und ich habe Roman losgeschickt, um mit seinem Bruder zu reden. Damit wären wir quitt. Ja, vielen Dank, dass Sie mich rausgeholt haben. Boah, nicht der Rede. Keine Ursache. Wiedersehen. Wiedersehen. Ah, da ist er doch auch mal ganz freundlich. Und wie abgemacht, können Sie nun jederzeit mit Vladana reden. Ich habe Sie falsch eingeschätzt, Kubina. Da bin ich anderer Meinung. Ich habe gute Gründe, das Mädchen zu beschützen. Ja. Das können Sie vielleicht noch gebrauchen. Was ist das? Sieht aus nach Dietrichen. Danke. Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch ein netter Kerl sind? Nein, bin ich nicht. Und jetzt verschwinden Sie besser. Unser Abkommen ist honoriert. Von dem will ich jetzt nichts mehr. Okay. Ja, dann passt's. Dann können wir jetzt endlich zum Schrottplatz. Das ist doch mal nice. So, los. Ey, wenn das jetzt reicht. Wenn es jetzt nicht klappt, dann geht's mal wirklich auf den Piss. Aber sollte jetzt ja eigentlich. Ja. So, reden wir doch erstmal mit ihm. Komm her, mein Freund. Jetzt kommt er, oder was? Okay, bitte. Krieg keine... Naja, wenn so ein Paket... Mensch, lass ihn los, so Peter, du tust ihm noch weh. Genau. Ich wollte doch nur Danke sagen. Ja, ein bisschen grob. Und warum sagst du nicht einfach Danke, Danke? Wie gesagt, habe ich gern gemacht, mein großer Freund. Warte, Gustav, ich will dir was zeigen. Bleib genau hier stehen und beweg dich keinen Zentimeter. Oh, nee, nicht schon wieder. Jedes Mal das Gleiche, wenn jemand neu ist. Schön stehen bleiben, ne? Was soll das? Hey Jungs, ich will ja nur... Da war doch gerade jemand. Er frisst nur rohes Fleisch. Oh, ein Hund. Scheiße. Alter, schön. Verdammt. Schnell. Oh, jetzt geht's mal ein bisschen mit Action weiter hier. Auf jeden Fall, das seht ihr in der nächsten Folge, Freunde, wie es hier richtig gut weitergeht. Bis denn.